Vielleicht hat Bardet ein wenig von dem verlauten lassen, worum es hier geht. Nein? Hm. Nun ja, es gibt da etwas, von dem ich sehr gerne möchte, dass ihr es tut. Wenn ihr es euch einmal anhören würdet. Erst will ich wissen, wo Imoen ist. Imoen? Ach, das Mädchen, das zusammen mit dem Zauber festgenommen wurde. So unwichtige Informationen trage ich nicht bei mir, also vergesst solche Forderungen. Das werde ich nicht tun. Entweder ihr sagt mir, wo Imoen ist, oder ich werde euch meine Unterstützung verweigern. Wenn es denn sein muss, dann sagt mir aber jedenfalls, was für eine Belohnung ansteht. Wenn es sein muss, aber ihr bringt mich in eine schwierige Lage, wenn ihr meine Einwilligung für etwas fordert, worüber ich nichts weiß. Nun gut, ich stimme zu, worum geht es? Versuchen wir mal zu drohen. Seufzt, ich werde mir diese Angelegenheit einmal für euch anschauen, wenn das bedeutet, dass ihr diese Aufgabe erledigt. Ich kann jedoch nichts garantieren. Wenn das bedeuten sollte, dass wir nicht zusammen arbeiten können, das sei es so. Genau das bedeutet das. Entschuldigt mich, ich muss jetzt aufbrechen. Ich hatte mir etwas anderes erhofft, aber eine Chance ist besser als gar nichts. Erzählt mir mehr über die Belohnung, vielleicht habe ich mich dann eher interessiert. Das widert mich wirklich an und was es noch schlimmer macht, ist, dass ihr von mir einen Sprung ins kalte Wasser erwartet. Wie kann ich denn einer Sache zustimmen, von der ich nicht einmal weiß, ob ich sie zu vollbringen in der Lage bin? Wenn es eine Möglichkeit gibt, mehr herauszufinden, verwege ich eure Aufgabe Einzauberer. Großartig. Diese Zustimmung bedeutet, dass die folgenden Magier euch beim Wort nehmen werden. Diese Angelegenheit bedarf größerer Diskretion und Zweckmäßigkeit. Es gibt da etwas, was uns seit über einer Woche plagt, was inzwischen ziemlich beunruhigend geworden ist. Euch ist die vorherrschende Meinung gegen Magien bekannt, nicht wahr? Nun ja, bei einigen ist es sogar mehr als das, ein brennender offensichtlicher Hass. Ein bestimmter Mann hier in Adkatla hat einen der unsrigen kaltblütig ermordet. Er hält sich gegenwärtig versteckt und wir möchten, dass ihr diesen Kerl aufspürt. Wir waren bisher nicht dazu in der Lage, was uns sehr frustriert hat. Verhüllte Magier können nicht ohne Nebenwirkungen angegriffen werden. Oder das führt zu ernsten Problemen. Wer ist dieser Mörder und wie soll ich ihn finden? Wie soll ich ihn denn finden, wenn es euch schon nicht gelungen ist? Er heißt Valika Cortala, jüngster Sohn einer wohlhabenden Familie und ein richtiger Brutalo. Seht euch um und fragt die Leute, vielleicht findet ihr heraus, ob er sich in der Stadt oder irgendwo anders aufhält. Er hat ein Haus im Hafenviertel, aber er könnte auch in die Oberhügel geflohen sein. Seine Freunde und Bediensteten wollen nicht mit uns sprechen, aber vielleicht tun sie es ja mit euch. Und was genau soll ich mit diesem Valiga-Typen machen? Welche finde ich? Bin kein Mörder. Gibt es sonst etwas, was ich wissen sollte? Nun gut, ich werde diesen Mörder ausspielen und ihn euch beschaffen. Ich weigere mich, diesen Typen zu suchen, egal was ich zuvor gesagt habe. Was genau soll ich mit ihm machen? Ich bin kein Mörder. Wir verlangen keinen Mord für euch. Wir wollen nur, dass Valiga uns überstellt wird, das ist alles. Er wird sich wahrscheinlich zur Wehr setzen, wenn ihr ihn also umbringen müsst, dann sei es so. Müssen wir uns jetzt dazu herablassen, nach mildtätigen Gaben zu jagen, Talisa? Selbst wenn wir diesen Mann nicht umbringen, wäre es eine geringere Strafe, ihn den verhüllten Magiern auszuliefern? Natürlich müssten alle Mörder ihrer gerechten Strafe zugeführt werden, aber ich frage mich, welche Art von Gerechtigkeit die verhüllten Magier walten lassen würden. Ein interessanter Gedanke. Aber wenn ihr ihn tötet, dann muss ich auf jeden Fall seinen Leichnam haben. Valiga muss uns überstellt werden, tot oder lebendig. Erzählt mir mehr über diesen Valiga-Typ. Wer ist er? Wie soll ich ihn finden, wenn es euch nicht gelungen ist? Ja, das kenne ich alles. Gibt es sonst noch was, das ich wissen sollte? Mir fällt nichts mehr ein. Bringt die versprochene Aufgabe zu Ende und die verhüllten Magier werden erfreut sein. Ja, und wenn ich diesen Kerl erst einmal gefunden habe, was soll ich mit ihm machen? Ja, wir verlangen keinen Mord, das kennen wir alles schon. Also gut, ich werde mein Bestes tun, um diesen Mörder für euch festzusetzen.
Ihr gabt uns euer Wort, also erwarte ich auch nichts Geringeres. Ich erwarte im Bälde des Körpers dieses Mörders angesichtigt zu werden. Ja, eine neue Aufgabe. Wo ist sie denn? Genau, die Jagd nach Vilga Kotala. Und da gehen wir mal alles durch. Das Treffen mit Tolgerias, dem verhüllten Magier. Tolgerias, der verhüllte Magier im Regierungsgebäude, hat mir versprochen, mir Informationen über Imon zu beschaffen, wenn ich seinen Auftrag für ihn erfülle. Kult des augenlosen Auges kenne ich, Festung des Anderes auch, die gefallenen Paladine. Weird Troll vom höchst ehrenwerten Ort des strahlenden Herzens. Immer wie ich diesen Namen höre. Also noch höher kann man sich nicht loben. Hat mir den Auftrag erteilt, die gefallenen Paladine aufzusuchen und mich mit ihnen zu verbünden. Sie befinden sich angeblich im Brückenviertel und werden von einem ehemaligen Ritter namens Anak angeführt. Wenn ich zu der Ansicht gelange, dass die Gruppe eine Bedrohung darstellt, sollte ich die Schritte ergreifen, die ich für nötig erachte, und dann zur reinen Bericht erstatten. Die Jagd nach Vilga Kotala. Ich habe mich bereit erklärt, einen Mann namens Vilga Kotala zu finden. Er ist ein Mörder, der zwei verhüllte Magier getötet hat. Jetzt sind es auf einmal zwei. Ich soll ihn tot oder lebendig zu Tolgerias im Verwaltungsgebäude im Regierungsviertel bringen. Der Magier hat mir erklärt, dass Vilga gegenüber Magim allgemein großen Hass empfindet. Da man Magiern in der Stadt generell misstraut, ist er der Ansicht, dass ich eine bessere Chance als die verhüllten Magier habe, ihn zu finden. Der Magier hat weiter ausgeführt, dass Vilga aus einer Adelsfamilie kommt und sich sowohl in der Stadt als auch außerhalb der Stadt verstecken könnte. Es gibt zumindest einen Hinweis, er besitzt ein Haus im Hafenviertel. Vielleicht sollte ich dort mit meiner Suche beginnen. Ja, Todesfälle in den Umma-Hügeln. Delon wurde geschickt, um Hilfe für Immenstal in den Umma-Hügeln zu organisieren. Offensichtlich verschwinden dort Leute in großer Zahl und niemand weiß genau, was eigentlich die Ursache ist. Ich soll mit dem Bürgermeister des Ortes, einem gewissen Minister Lloyd Rayrage, sprechen. Gail Bates von Dora kennen wir alles bereits. Kedor möchte Frau und Familie besuchen, kennen wir auch. Das Buch kennen wir auch. Das ist das in den Windspeerhügeln. Und die Aktivitäten im Hinterzimmer. Und dann haben wir halt noch die gefangenen Dryaden und eine magische Lampe. Das können wir halt abschließen, wenn wir nachher ins Brückenviertel gehen. Gut. Ich warte. Das war er hier. Dann haben wir Cordale, mit dem wir reden können. Sagt, was ihr wollt. Was kann ich für euch tun? Ihr seid offensichtlich fehl am Platz. Wenn also nichts wirklich Wichtiges ist, muss ich euch sagen, dass ich viel zu tun habe und von Leuten wie euch nicht belästigt werden will. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Ich möchte etwas über jene in Erfahrung bringen, die von den verhüllten Magiern gefangen genommen wurden. Welche Aufgabe erfüllt ihr hier? Welche Abteilung der Verwaltung gehört ihr an? Ja, könnt ihr mir was sagen? Was mit jenen geschieht, die von den verhüllten Magiern gefangen werden, geht anständige Leute nichts an. Kein Magiekundiger bleibt unerkannt und alle kommen sie hier durch. Aber diese Information ist nicht für eure Ohren bestimmt. Einen guten Tag doch. Mach ich nicht. Sagt, was ihr wollt. Ja gut. Dann sagt mir, welche Aufgaben du hier hast. Nur wenn es euch so brennend interessiert, will ich es euch sagen. Ich muss mich mit den verwaltungstechnischen Aspekten der Einschränkung mystischer Kräfte herumschlagen. Die Anwendung von Magie ist in diesem Land eingeschränkt und das ist auch gut so. Magier sind gefährliche Abweichler. Ja. Aber ich habe zahlreiche Magier in der Stadt gesehen und die scheinen keine Schwierigkeiten mit den verhüllten Magiern zu bekommen. Haben wir eigentlich so nicht, aber fragen wir mal. Ich bin mir sicher, dass ihr euch irren müsst. Die Magier, von denen ihr sprecht, gehören entweder zu den verhüllten Magiern oder sie haben bewiesen, dass sie es wert sind, eine Lizenz zu besitzen und hier in der Stadt zu wirken. Und wie wird beim Mitglied der verhüllten Magier? Schnaub, man kann sich nicht einfach so für eine Mitgliedschaft bewerben. Sobald man würdig ist, die verhüllten Magier beizutreten, weiß man es. Nun gut, wie steht es dann mit dieser Lizenz? Wie erhält man solch eine Lizenz?
Nun, als erstes müsstet ihr eine finanzielle Spende leisten. Dann erlauben wir euch, bei jeder Stadt zu wirken. Falls ihr euch als Abwechsler weist, verliert ihr die Lizenz wieder. Und wie hoch ist diese finanzielle Spende? 50.000 Goldmünzen. Das ist natürlich ein Tippfehler. Eigentlich müssten es 5.000 Goldmünzen sein, aber das ist trotzdem viel zu viel. Nicht weniger. Und falls ihr euch das Privileg, in Ambagie zu wirken, als unwürdig erweisen solltet, wird das Gold nicht rückerstattet. 50.000 Goldmünzen, so viel habe ich nicht. Da müsst ihr halt aufpassen und dürft die Magie, die ihr vielleicht beherrscht, nicht innerhalb der Stadt einsetzen. Kommt doch zurück, wenn ihr mehr Geld habt und jetzt verschwindet. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Ja, die Magierlizenz kostet 5.000 Goldmünzen, nicht 50.000, wie es da steht. Allerdings können wir uns das zu diesem Zeitpunkt nicht mal leisten. Mit unseren 3.600. Selbst wenn wir den ganzen Tand verkaufen, den wir jetzt rumschleppen, ist das immer noch nicht genug. Auch wenn das sehr viel ist, was wir hier haben. Gut, wer bist du? Ihr seid ein absonderliches Volk, das ihr euch hier herumtreibt. Jeremiah James Toss. Jeder, zu dem ich hier gehe, sagt mir, dass er mir nicht helfen kann. Mein Bauernhof steht als Burg in den Listen und das ist halt so. Vielleicht sollte ich sie um meine Armee für die Burg fragen und schauen, ob sie mir eine zur Verfügung stellen. Okay, der Name ist Sauer, ein Bauernhof, der als Burg gewertet wird. Das ist dann ziemlich teuer. Axt hat. Was ist mit dir? Seid ihr aus einem besonderen Grund hier? Ihr solltet einen Termin für die Beantragung einer Audienz vereinbaren oder direkt mit Offizier Rönal sprechen. Gibt es einen Grund dafür, dass ihr hier seid? Ihr solltet einen Termin für eine Audienz vereinbaren oder direkt mit Offizier Rönal sprechen. Er leistet als Verdienung zum Adel gute Dienste. Die Belästigung tut mir leid, ich wollte mich nur umsehen. Wie ihr wollt, aber ihr werdet nicht zu einem Bereich Zugang erhalten. Dies ist immerhin das Herz der Regierung. Wie kann ich... Ich werde es natürlich versuchen. Was sagt die Leute zu Dahlia? Seltsame Dinge sind hier im Gange. Der sagt nichts Besonderes. Seid ihr aus einem besonderen Grund hier? Ja, der sagt immer noch dasselbe. Ihr solltet einen Termin für die Beantragung einer Audienz vereinbaren oder direkt mit Offizier Rönal sprechen. Ja. Wo ist dieser Offizier? Das ist wahrscheinlich der da hinten. Was ist mit dem Sekretär? Meine Zeit ist knapp bemessen, also fasst euch kurz. Ja, die Tochter vom Fürst der Andres. Der Rat hat die Angelegenheit eures Vaters zur Beratung angenommen. Wir werden uns euch selbstverständlich ins Bild setzen. In, sagen wir mal, 3 oder 4 Wochen? Was? Seufz, gebt euch keine Mühe, ehrlich. Das ist hart. Meine Zeit ist knapp bemessen, also fasst euch kurz. Der Dahaunach befindet sich in der Stadt. Aber er ist zurzeit nicht mit Drahtsangelegenheiten befasst und wird nicht so bald zurück erwartet. Ehre für Am. Was ist mit dir? Ich werde mir keine Aufmüpfigkeiten gefallen lassen, Bauernpack. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr von einer der Handelsgesellschaften kommt, oder? Nein, das hatte ich auch nicht gedacht. Ihr seid mir mehr als willkommen. Gute Geschäfte wünsche ich euch. Gibt es irgendetwas, bei dem ich euch behilflich sein kann? Wer genau seid ihr? Ich bin ein Friedensrichter von Alcatla. Bylana Inaulin. Warum ist das für euch von Interesse? Eine Freundin von mir, Emuel, ist von den verhüllten Magiern gefangen genommen worden, weil sie in der Stadt Magie verwendet hat. Gibt es irgendetwas, was ich tun kann, um sie zu befreien? Ich verstehe, aber eure Freundin verwendet innerhalb der Stadtgrenzen Magie. Ihr seid euch doch bewusst, dass das ein Verstoß gegen das Gesetz von Am ist. Wir dulden keine Benutzer von Magie. Aber wie lange wird sie eingesperrt sein? Im Mond ist keine böse Zauberin. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Magie korrumpiert. Habt ihr die Folgen des Kampfes eurer Freundin in der Promenade gesehen? Ein ganzer Abschnitt ist zusammengebrochen. Eure Freundin wird von den verhüllten Magiern behandelt, damit sie wieder in die Gesellschaft aufgenommen werden kann. Erst wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, wird sie wieder freigelassen. Aber ihr Mond war nicht verantwortlich für das, was in der Promenade geschah. Das war ein anderer Zauberer. Am Ende des Kampfs waren wir dorthin gelangt. Ein anderer Zauberer oder eure Immun, das ist egal. Sie hat Magie verwendet. Die verhüllten Magier können nicht anfangen herauszukriegen, wer direkt verantwortlich für diese Schäden war.
Aber wenn die Simone von ihr sprechen, eine gute und verantwortungsbewusste Benutzerin ihrer Fähigkeiten ist, dann wird ihre Behandlung nicht lange dauern. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Und was für eine Behandlung ist das, von der ihr sprecht? Wie lange dauert sie normalerweise? Es würde nun ja... Ich werde euch nicht anlügen, werte Dame. Normalerweise machen wir uns keine großen Gedanken um die Gefangenen, die die verhüllten Magier mitnehmen.